Hey Leute, es gibt eine neue Mando-Folge, Kapitel 22, Folge 6 der dritten Staffel. Und diese Folge war, was Easter Eggs, kleine Details und auch wirklich Worldbuilding angeht, bisher meiner Meinung nach deutlich die beste Folge überhaupt. Vermutlich nicht nur dieser Staffel, sondern von The Mandalorian im Ganzen. Deswegen heute wieder ein Easter Egg-Video zu dieser Folge. Wenn ihr aber ein ganzes Video über das Worldbuilding in der Folge sehen wollt und warum ich finde, dass das so unglaublich gut ist, schreibt's gerne unten in die Kommentare, dann kommt so ein Video die Tage vielleicht auch. Aber ich weiß nicht genau wann, falls ich das mache, denn ich weiß ja nicht mal, wann ich dieses Video rausbringe. Während ich hier das Audio aufnehme für dieses Video, gucke ich zwischendurch immer wieder, mache Pause und gucke bei der Star Wars Celebration rein. Ich nehme das jetzt so Freitagmittag so gegen 1 auf, da gibt es ein Lucasfilm Studio Showcase Panel. Ich habe schon die Updates davon gelesen, da war The Acolyte, da war Andor Staffel 2, da war schon jetzt Skeleton Crew und da kommen, glaube ich, ziemlich viele krasse Sachen raus, auch wenn wir die nicht alle kriegen. Das heißt, mal schauen, wann dieses Video rauskommt. Je nachdem, wann es rauskommt, guckt gerne mal hier auf dem Kanal und auf Star Wars Basis Shorts vorbei. Vielleicht gibt es da jede Menge Updates zur Star Wars Celebration. Aber gut, damit das ist aus dem Weg. Lasst uns zu den Easter Eggs und kleinen interessanten Details hier in der Folge kommen. Zunächst mal haben wir ja dieses Quarren-Schiff, was da von den Mandalorianern dann verfolgt und aufgegriffen wird. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr, vor allem diese Frontsektion, an das Schiff der Dauntless-Klasse aus Legends erinnert. Denn gerade diese, ich sag mal, Nase ist 1:1 die gleiche. Hat eine andere Farbe, aber die Form davon ist 1:1 die gleiche wie bei der Dauntless. Ansonsten hat das Schiff natürlich Unterschiede, aber ich find's interessant, dass hier scheinbar so aus verschiedenen Schiffen ein Schiff zusammengesetzt wurde und dabei auch sehr, sehr viel Inspiration von Legends genommen wurde. Finde ich ziemlich schön zu sehen. Dann sehen wir in dem Schiff der Quarren natürlich, dass die Quarren-Kapitänin in einem Wasserbad schwimmt. Quarren und Mon Calamari kommen ja beide vom Planeten Duck oder Mon Cala und sind amphibisch, heißt, die könnten in und unter Wasser leben, aber auch über Wasser. Aber trockene Luft bekommt denen nicht wirklich gut, deswegen sind so Wasserbäder wahrscheinlich eine ziemlich gute Sache für die. Aber, und hier kommt wieder das Worldbuilding ins Spiel, dabei bleibt's ja nicht. Guckt euch mal hier den Hintergrund an. Da, wo die anderen Quarren sitzen und arbeiten, gibt es oben so, ich würde mal sagen, Belüftungsschächte und da kommt was raus. Meine Vermutung ist, das sind so Luftbefeuchter, damit die jederzeit auf der Brücke oder auch generell in dem Schiff sehr, sehr feuchte Luft haben, damit die nicht austrocknen. Und das müsste hier einfach in diesem Shot nicht drin sein, ist aber drin, weil es super Worldbuilding und ein super kleines Detail ist, auf das hier geachtet wurde. Als sie dann auf dem Planeten Plasia 15 ankommen, sehen wir, dass die von zwei Droiden begrüßt werden. Zwei schwarzen Droiden, einen Astromech und einen Protokolldroiden. Da haben manche gedacht, das könnten vielleicht die Killer-Droiden von Dr. Aphra sein, aber nein, sind es nicht. Aber was ich ganz lustig finde, ist, dass der Protokolldroide, wenn ich es richtig gesehen habe, so ein RA-7-Protokolldroide ist, was ein Todessterndroide war. In Legends war es so, dass diese Droiden im Prinzip komplett vom ISB übernommen worden waren und Abhörtechnologien hatten, um jeden einzelnen höherrangigen imperialen Offizier abzuhören, um zu gucken, ob irgendwo irgendwer was gegen das Imperium hat. Und da sind die Leute relativ schnell hintergekommen, wollten das nicht und fanden irgendwelche Gründe, um die halt zu verscherbeln, auf den Schrottplatz zu bringen. Das heißt, ich finde es relativ lustig, dass solche Droiden dann jetzt hier auf Plasia 15 noch sind, im Outer Rim, was wahrscheinlich eine Welt war fürs Imperium, die ziemlich uninteressant war, und da sehen wir mehrere von denen, weil es einfach mal ein Planet wäre, wo alle solche Droiden hingeschickt worden wären. Aber ist ja auch egal, lasst uns weiterkommen zu diesem Partyraum, wo wir einige interessante Spezies sehen. Ich will da jetzt nicht so mega drauf eingehen, aber wir sehen verschiedene Bith, die wir sonst nicht so viel gesehen haben. Die Spezies von der Cantina Band aus Episode 4 natürlich. Wir sehen einen Ishi-Typ oder eine Ishi-Typ und natürlich diese Frog-Lady-Spezies, die wir erst seit The Mandalorian Staffel 2 bekommen haben. Aber wir sehen hier noch was super Interessantes und wenn ihr meine Videos auf Star Wars Basis Shorts die letzten Tage gesehen habt, werdet ihr das auch schon kennen, nämlich die Wachen, die hier mit rumstehen, die haben was ganz Besonderes an. Das ist nämlich abgewandelte Sturmtruppenrüstung. Wir erfahren ja, dass der Planet früher imperial war und anstatt jetzt einfach diese imperiale Ikonografie, dieses imperiale Design komplett zu verwerfen, machen die da was ganz Neues draus, hauen da ein Cape dran, eine Tunika und verschönern das ein bisschen und so sind jetzt da wahrscheinlich diese royalen Garden mit ehemals Sturmtruppenrüstungen ausgestattet, was ich ziemlich cool finde. Und wo wir schon bei den Anführern dieses Planeten sind, muss man natürlich darauf eingehen, der Herrscher des Planeten wird von Jack Black gespielt und die Frau von dem kannte ich, um ehrlich zu sein, nicht, haben aber einige von euch geschrieben, dass das Lizzo ist. Die scheint eine bekannte Sängerin zu sein, keine Ahnung. Dann sehen wir natürlich in der Folge
einige alte Kampfdroiden, sowohl B1-Kampfdroiden wie aber auch B2-Superkampfdroiden, was, denke ich mal, für viele The Clone Wars-Fans und generell Klonkriegs-Enthusiasten, denke ich, ziemlich cool war. Und einmal kurz, bevor wir weitermachen, ich hatte euch ja vorhin gesagt, dass ich das Ganze hier freitags mittags aufnehme, jetzt nicht mehr, jetzt ist Freitagnacht, denn auf der Celebration ist einiges passiert, wir haben den Ahsoka-Trailer bekommen, es sind drei neue Star Wars-Filme angekündigt worden, hinter verschlossenen Türen gab es den Andor Staffel 2-Trailer, den Acolyte-Trailer und den Skeleton-Crew-Trailer, habe ich eine Menge Videos hier auf Star Wars-Basis und auf Star Wars-Basis Shorts zugemacht, sind am Ende in der Endcard verlinkt, lasst uns jetzt hier mit der Mando-Folge weitermachen. Neben Jack Black und Lizzo gab es dann noch ein weiteres Cameo von Doc Brown quasi. Dem Schauspieler Christopher Lloyd, der Doc Brown in den Zurück in die Zukunft Filmen gespielt hat, was ziemlich cool war. Wir hatten schon relativ früh Leaks, dass Christopher Lloyd hier mit bei sein würde, aber im Prinzip jedes einzelne Leak hat gesagt, dass Christopher Lloyd ein sehr alter Anführer eines Mando-Clans sein wird und irgendwie Knochen auf seiner Rüstung aufgemalt hat oder einen Helm aus Knochen hat oder so ganz wilde Gerüchte. Das war wohl alles definitiv nicht der Fall. Es sei denn, wir erfahren jetzt in der nächsten Folge in Flashbacks, dass der früher mal ein Separatisten-Mandalorianer war, was weiß ich, aber das wird sowieso nicht passieren. Dann, wenn ihr ganz genau hingeguckt habt, konntet ihr bei der Verfolgungsjagd mit diesem B2-Superkampfdroiden im Hintergrund was Interessantes sehen. Da wurden nämlich Sachen verkauft, motorisierte Sachen, die Space Vespas aus The Book of Boba Fett. Diesmal nicht in so Power Ranger bunt, sondern in ganz weiß. Und ganz im Ernst, auf Tatooine haben die mir nicht gefallen. Und das Design gefällt mir auch immer noch nicht. Ich finde, das ist zu nah an Sachen, die wir wirklich hier bei uns in der Welt haben. Allerdings, so von der Idee her, kann ich mir das da auf diesem Planeten, auf diesem technologisch fortschrittlichen, utopischen Planeten, deutlich besser vorstellen, diese Dinger, mit diesem Design, als auf Tatooine. Ich meine, es ist nur vielleicht 2,5 Sekunden zu sehen, aber trotzdem hier wesentlich besser als in The Book of Boba Fett. Als der B2-Superkampfdroide dann erschossen worden ist, sehen wir so kleine Polizeidrohnen, schwebende Droiden, was auch immer, die eine Art Absperrband verteilen, in holographisch nur, dass man quasi sehen kann, okay, da ist was passiert, da dürfen keine Leute hin, man kann aber trotzdem mehr oder minder durchlaufen. Und da fand ich es interessant, dass dieses Absperrband beschriftet war in verschiedenen Sprachen und Schriftarten. Da hatten wir natürlich zum einen Aurebesh, wir hatten aber auch Hutis, was die Sprache der Hutten ist und die Schrift der Hutten. Und ich meine da auch noch das ein oder andere noch dazu gesehen zu haben. Wenn man natürlich jetzt bedenkt, dass die sagen, dass die eine pluralistische Gesellschaft sind, die ganz viele verschiedene Leute aus verschiedenen Hintergründen aufnehmen, ergibt es natürlich auch Sinn, dass die dann da das Ganze in verschiedenen Sprachen draufpacken, damit alle das auch vernünftig verstehen können. Wie gesagt, ziemlich gutes Worldbuilding hier. Als sie dann den B2-Superkampfdroiden untersuchen, sehen wir einen umprogrammierten ITO-Droiden, einen umprogrammierten Verhördroiden des Imperiums, was man hier natürlich scheinbar auch ganz gut für so medizinische und Droidenkontrollsachen nehmen kann. Denn ich habe mal für ein Video für diese ITO-Droiden recherchiert und was die da teilweise für Sachen haben, kann man sicherlich auch für medizinische und Obduktionszwecke nehmen. Aber so als Folterdroiden sind die wirklich, wirklich grausam von dem, was man da so erfährt. Und die Sache ist, in den Filmen bekommen wir das nie so wirklich zu sehen. Aber hier zeigt dieser Droide mal wenigstens so halbwegs das Potenzial, was das Teil hat. Und alleine das, was hier gezeigt wird, ist schon ziemlich furchterregend. Das, was die Dinger aber eigentlich noch im erweiterten Universum in den Romanen und Begleitmaterial können, ist noch viel schlimmer. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Droiden. Ich werde jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Droiden eingehen, aber wir sehen unter anderem diesen Koch-Droiden aus Episode 2, den wir schon in The Book of Boba Fett hatten, der auch in Folge 1 von Mando Staffel 3 hier ein paar Sachen auf den Straßen von Nevarro zubereitet hat, was ich ganz cool fand. Und wir sehen auch zum Beispiel die RX-Pilot-Droiden, die für Star Tours entwickelt worden waren und an den Rebels eingesetzt wurden. Und wenn wir uns am Ende die Flotte der Mandalorianer anschauen, sehen wir natürlich darunter Moff Gideons Kreuzer, den die Mandalorianer scheinbar einfach behalten haben, aber auch zwei Gosanti-Kreuzer, die ja das allererste Mal in Episode 1 im Hintergrund einfach mal entlang geflogen worden sind und dann in The Clone Wars und Rebels als militärische Schiffe aufgetaucht sind und einige mandalorianische Fangfighter, was eins der beiden Mando-Jäger-Modelle ist, die wir aus The Clone Wars und Rebels kennen. Da kennen wir den Komrik und den Fangfighter. Aber das war's auch schon mit den Easter Eggs und kleinen interessanten Details aus dieser Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, die Celebration hat bisher sehr, sehr viel geboten. Und ich glaube,
Je nachdem, wann dieses Video rauskommt, wird es schon noch mehr gegeben haben oder wird es in Zukunft noch mehr geben. Deswegen, wenn ihr mehr über diese verschiedenen Filme, über die Trailer erfahren wollt, die wir nicht gesehen haben, oder meine Trailer-Analyse zur Ahsoka-Serie sehen wollt, schaut mal hier in die Videos rein. Zwei Videos, eins wie gesagt über Filme und die nicht gezeigten Trailer und eins über den Ahsoka-Trailer. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.